Herr Hürzler, Sie haben gerade an der Medienkonferenz Projekt Neue Ressourcierung von der Volksschule Aargau vorgestellt. Könnten Sie in ein paar Sätze erklären, um was es geht? Ja, wir wollen mit dem Schulversuch, wenn wir es dann starten für die nächsten zwei Jahre, zwei wesentliche Verbesserungen erreichen in unserer Schule. Und da versprechen wir uns davon. Einerseits sind wir überzeugt, dass die Schulverantwortlichen vor Ort, Schulleitungen, Schulpflege, Lehrpersonen, besser können einschätzen können, wie als die heutigen Ressourcen am besten, am wirkungsvollsten für den Unterricht, für die Qualität des Unterrichts, sollen eingesetzt werden vor Ort. Also durch das wird der Handlungsspielraum der Schulen vor Ort verbessert, vergrößert. Sie müssen aber auch die Verantwortung natürlich für ihren Ressourceneinsatz dann auch für die Qualität des Schulunterrichts übernehmen. Das ist die eine Seite. Und das Zweite ist, wir erhoffen uns eine klare Vereinfachung vom administrativen Aufwand. Das ist heute ein sehr komplexes System mit 11 verschiedenen Ressourcenarten. Und das wird inzukünftig zu einer globalen Ressourcierung werden. Gut, dann stelle ich noch eine kleine Nachfrage. Und zwar, könnten Sie an einem Beispiel erklären, was sich dann für die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Versuch teilnehmen, konkret im Klassenzimmer verändert? Das ist sehr viel denkbar, ganz alles nicht. Also eben die Stundentafeln, also man kann nicht plötzlich sagen, drei Lektionen tonen, dann streichen oder Musik oder irgendetwas, das bleibt alles gleich. Aber wie gross zum Beispiel die Klasse ist, da könnte sich etwas verändern. Das ist aber ja heute auch schon per Gesetz zum Teil veränderbar. Aber zum Beispiel können die Schulleitungen sagen mit den Lehrpersonen zusammen, wir wollen vielleicht Frontalunterricht, wo in gewissen Fächern sehr gut möglich ist. Oder ich denke jetzt an Zeichnungsunterricht, ob man da auch mal vielleicht mit der Doppelklasse macht. Das ist verantwortbar. Und da gibt es mehr Ressourcen, die man dann vielleicht im Fremdsprachenunterricht, im mündlichen Unterricht, Französisch, Englisch oder vielleicht auch Deutsch, viel kleinere Einheiten kann machen, kleinere Klassengrössen kann machen. Und diese Flexibilität wollen wir den Schulen überlassen. Das muss aber eben nicht von jeder Gemeinde zu jeder Gemeinde genau gleich sein, ganz kantonal bestimmt, per Gesetz, sondern das soll die Verantwortung vor Ort sein. Das ist ein mögliches Beispiel. Danke vielmals. Tschüss.